Das bin ich, Leute. Hallöchen, meine Lieben! Was geht ab, Timaris? Und schön, dass ihr wieder dabei seid. Hallo! Yay. Hallo! Oh Mann, irgendwie habe ich das Gefühl, dass wenn ich mich in jedem Video entschuldigen muss, dass wir gerade nicht so fleißig Videos drehen. Aber wir machen gerade sehr viel offline, wo die Kamera aus ist, und deswegen schaffen wir es gerade nicht, euch jeden Tag irgendwie hier auf YouTube mitzunehmen. Ich habe mir gestern eine Wimpernwelle machen lassen. Ich bin voll stolz drauf. Schaut mal, wie schön. Also sonst habe ich immer solche Wimpern. So und kurz, und jetzt sind die irgendwie so, so richtig geschwungen. Naja, wir sind auf jeden Fall gerade dabei und müssen unsere Tasche packen, denn heute geht's zu meiner Familie, zu Familie Novak, und werden mal die Kamera unangekündigt mitnehmen und schauen, was da so abgeht. Ja, Tasche packen eigentlich. Oh. Gehen wir zu Oma Mia? Nein. Was? Hä? Was ist krank? Was ist los? Wann willst du nicht zu Oma? Nein. Gehen wir zu Oma? Nein. Opa? Gehen wir zu Opa? Ja. Domi geht gerne mit einer Mikrowelle spazieren. Wir wär's aber lieber, wenn du die Tür aufmachst. Wir laden immer das Auto voll, wenn es zu meinen Eltern geht. Hier habe ich jetzt Klamotten nochmal ausgemistet. Das hatten wir noch zu Hause. Das geht zu meiner Mama. Mikrowelle, da hinten sind auch noch Klamotten. Ja, wir sind los. Es ist Mittagszeit und das hat auch einen Grund, warum wir mittags losfahren. Weil wir hoffen, dass unser kleiner Engel da hinten jetzt einen Mittagsschlaf macht. Willst du ein bisschen schlafen? Ja. Okay, gut. Oh, meine Nase. Was ich sagen wollte, es ging schneller als gedacht. Ich hab gesagt Mittagsschlaf, zack, boom, Mittagsschlaf. Das nenne ich mal Erziehung, Leute. Gell? Eine Stunde später, Mia hat durchgeschlafen und wir sind... Wo sind wir jetzt? Oma. Ja! Du hast auch durchgeschlafen. Oh, zum Glück gibt es da keine Aufnahme voll. Mhm. Ich bin endmüde einfach. Das schöne grüne Haus. Von Mama und Papa. Opa! Ist das der Opa? Opa ist am Werkeln. Hallo Opa. Da kommt auch die Oma raus. Und Oma. Hat wieder die Kamera gesehen. Ach so. Und da kommt der nächste Gestalte. Was machen? Was zum Teufel macht ihr? Was? Ihr hättet das gerade sehen müssen. Was sagst du? Opa. Ja, hey. Ich auch, glaub. Hast du dich abgeschnallt, Maus? Ja. Hallo? Meine Omi! Guck mal, Pussy. Na, gib Oma Pussy. Mama. Die Oma. Wohin gehen wir? Opa. 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 Übrigens hier, die Familienregeln. Respektiert euch und andere, gebt immer euer Bestes. Benutzt eure Fantasie. Lacht laut und viel. Lernt so viel ihr könnt. Ja, den Rest seht ihr selber. Oma und Opa sage ich schon zu euch. Mama und Papa haben wir renoviert. Ja, aber nicht meine Oma und Opa. Mama hat jetzt ihren Ofen. Ja, der wurde Ofen. Was ist mit dem? Die ist schon am Laden und ich habe alles, die ganze Scheibe dreckig gemacht. Der hat vorhin auf Hochton, ist der Glauben. Ach so, der gehört eigentlich klar. Ja. Bei 32 Grad habe ich gebettelt, dass sie vielleicht das Ding irgendwie wieder mal ausmacht. Wann machen wir unseren Ofen an? Ja, bei 32 Grad minus. Ja, klar. Ich habe extra noch Kohle gekauft. Ich wollte noch Kohle auflegen. Die Frauen haben es immer kalt auflegen. Und die Männer haben es immer, die wollen es immer kühler haben, gell? Ja, auf der anderen Seite. Hab ja auch ich gemacht. Der Opa gebastelt, gell? Ja. Wow, richtig cool. Mitlegen ist sogar, guck mal. Ja.
Ach, hast du es wirklich selber gebastelt? Hey, habt ihr alles umgebaut? Ja, ich habe ja Platz für. Hey, voll cool. Ja, und schaut mal, unser Sofa. Ja, wir haben ja das gleiche nochmal bestellt und das Braune ist jetzt bei Mama daheim. Und jetzt muss ich mir das erste Mal anschauen. Wow, wow. Komplett neu renoviert. Von Decke, Wände, Schränke. Boah, richtig schön. Da ist er stolz. Das Esszimmer sieht jetzt ganz anders aus, wie es noch ausgesehen hat, wo ich hier gewohnt habe. Wenn ich glatt wieder einziehen. Nee, jetzt nimm sie doch mal. Nein. Hallo? Könnt euch streiten um mich. Wer möchte mich lieber? Stell die Frage. Da. Wer hebt die Hand? Hände hoch, wenn ich am liebsten mag. Ein Freiwilliger. Ihr seid gemein. Nein, du darfst nicht sein. Willkommen. Mama sagt, ich bin willkommen. Danke. Ja. Wenigstens Mama. Jetzt muss ich euch die Wohnzimmerdecke noch zeigen von meinen Eltern. Die hat mein Papa auch selber gemacht. Also die haben sie schon lange, bloß dass die Farbe haben sie halt erneuert. Mama! Ja! Oh! Zeig dich mal her, meine kleine Minimaus, bist du? Heute gibt's lecker Lasagne. Und ich muss jetzt den Tisch decken. Aber davor muss ich den Tisch ausziehen. Wie ziehe ich den Tisch aus? Jenny zeigt es uns. Nee, doch nicht. Doch. Hier, du kannst auch Tante Schulter geben. Ach, genau. Ich mit dem Kopf jetzt. Okay. Halt dich fest wieder. Okay. Ist jetzt schon, oder was? Ah. Boah. Das ist ja Optimus Prime. Der absolute Hammer. Jetzt ist das Haus komplett. Elaine ist da, Vincent ist da, Nathalie und Matthias. Ja, jetzt ist die Familie wieder zusammen. Ja, deswegen müssen wir den Tisch unbedingt ausziehen, weil sonst haben wir hier keinen Platz. Mama hat gekocht nämlich. Nein, ich habe gekocht. Du? Echt? So, guten Appetit! Und Hunde! Gott, nein! Schmeckt es, was die Tante gekocht hat, Mia? Ja. Ja? Alle haben gut gegessen und haben sich jetzt auf die Zimmer so aufgeteilt. Ich gehe jetzt mal hoch in den obersten Stockwerk. Ich weiß gar nicht, ob ich hier schon mal gefilmt habe. Aber da hatte meine Schwester ihr Zimmer, also Nathalie. Und hier hatte ich früher mein Zimmer. Und schaut mal, hier hängen noch so richtig hässlich, also es sind wirklich hässliche Bilder von Nathalie und mir. Und die hängen hier einfach immer noch. Und warum, kann mir, glaube ich, keiner beantworten. Das bin ich, Leute. Sorry, Nathalie, dass ich das zeigen muss, aber ich finde das so krass. Was haben wir uns dabei gedacht? Hauptsache Sektglas in der Hand. Und schaut doch meine Augenbrauen an. Boah, das muss hier unbedingt weg. Naja, ich gucke jetzt mal da drüben rein. Das ist das Zimmer von meiner Schwester. Und dann zeige ich euch das mal. Darf ich reinkommen? Ich habe aber die Kamera dabei. Oh, wer ist denn da? Yay. Ja, wo bist denn du? Mama. Schau mal, das hat die Jenny für uns gemalt. Das bin ich und Tommy und das ist genau mein Verlobungsring. Voll schön, gell? Dürfen wir reinkommen? Ja. Exklusive Roomtour von Jennys Zimmer. So, wo fang... Oh, da schau voll viele neue Sachen. Hier ist der... Schreibtisch und Sofa. Der Renovierungs... wie heißt das? Ja. Flow gerade hier. Ja. Jennys Bett. Ist auch neu, gell? Ja. Muss man bedenken, ich habe alles aufgebaut mit meinem kaputten Daumen. Selber? Ja. Sofa, Schreibtisch, voll schön. Und da hinten, da stand früher das Bett von meiner Schwester. Also die hat, Jenny hat alles umgebaut. Genau, die hat jetzt da hinten ihre Schränke. Jetzt darfst du Team Harrison was vorspielen, okay? Oh. Voll gut, Maus. Soll ich es wagen und in mein altes Zimmer reingehen? Ich habe Jenny schon gefragt, Jenny, kann ich in Tobis Zimmer gehen? Ist aufgeräumt? Ich schau jetzt mal rüber, ich will es euch nicht mal zeigen. Ist das Badezimmer aufgeräumt?
Okay, also hier ist überall Tabu, das kann ich euch nicht antun, aber ich gehe jetzt mal zu den Männern rein und das war mein Zimmer. Ist dein Zimmer aufgeräumt? Naja. Nein. Darf ich reinkommen? Nein. Du musst an Tommys Niederlage gehen. Ja, es ist jetzt nicht mehr mein Zimmer, so wie ich es mal hier stehen habe. Kappt alles. Darf man euch ablenken? Nein, darf man nicht. Mann! Da hatte ich früher mein Sofa mal stehen. Und da hinten hatte ich mal mein Bett stehen. Und hier hatte ich auch noch ein Bett stehen, aber hier ist alles anders. Naja. Film mal aufs Ergebnis. Echt, was ist da? Nix ist da. Lauf, Junge! Geh weg! Wer bist du, Schatz? Ich bin weiß. Nein, ich verliere gerade. Das Frauenzimmer ist viel cooler. Ja, aber das war mal mein Zimmer. War einmal vor langer, langer, langer Zeit. Jenny hat hier sogar eine Wand. Mit allen Bildern, die sie selber gemalt hat. Jenny hat noch mehr Zeichnungen hier. Sie will nämlich alle SpongeBob-Charaktere aufmalen. Wie viel sind's? Also ich habe erstmal gesagt 15. Das sind so circa 600. Schau mal, die Tante hat gemalt. Aber nein, nein, nein. Du nimmst das am besten nicht in die Hand. Und die hat sie auch schon gemalt. Mia, Mia. Macht die Tante das schön, gell? Schau mal. Nicht anfassen, du machst nur kaputt. Du bist so grob, Mia. Da gibt es schon ein paar, die ich nicht kenne. Oder Captain Stockfish. Richard A. Ekelpaket. Also wenn du alle 600 Charakteren gemalt hast, Jenny, will ich sie bitte nochmal sehen. Die nimmt so Schaden. Jetzt aber. Zeig dich mal her. Wow, so richtig Tantenstyle, gell? Ja, wir müssten hier gerade aus. Ich habe wieder einige Klamotten mitgebracht. Wir? Ja, aber hauptsächlich geht es um meine Klamotten, Schatz. Warum? Ja, weil ich die jetzt alle in den Karton packe und die dann bald zum Verkaufen sind wieder. So, zeig dich mal her. Hallo, mein Name ist Olga. Ich komme von Russland. Ich glaube, sie probiert jetzt einfach alles an, was wir hier jetzt in den Karton packen, genau. Ich habe schon 4 Kartons übrigens gepackt, die sind schon weg und jetzt packe ich, glaube ich, nochmal 2. Wow, siehst du cool aus. Pass auf, dass du nicht hinfällst. Wir hocken wieder im Auto. Mal schauen, ob der Domi das hier kann. Unser Hof ist immer komplett vollgestellt. Da steht auch mein Papa sein LKW. Ah! Was warst du da? Ah! Du musst dich abschminken. Ja, wir sind wieder zu Hause. Und eigentlich war der Plan, dass wir so spät heimfahren. Was heißt so spät? Also wir sind so kurz nach 19 Uhr heimgefahren, damit eigentlich Mia im Auto wieder schlafen kann. Weil dann ist die Autofahrt immer angenehmer. Aber das Mäuslein wollte nicht schlafen. Okay. Wir müssen uns echt glücklich schätzen, weil Mia geht auch sehr brav abends ins Bett. Das heißt, ich gehe jetzt mit ihr zusammen Zähne putzen, leg sie hin, dann kriegt sie noch ihre Wasserflasche und einen Schnuller und dann schläft sie ein. Ich kann euch gar nicht sagen, wie kaputt ich bin. Wir sind doch vorhin schon fast auf dem Sofa bei meiner Mama eingeschlafen. Ja, da hatte ich auch so einen wirklichen Tiefpunkt nach dem Essen. Boah. Aber ich musste ja noch nach Hause fahren. Und jetzt ist... Sieht man das? 21:07 Uhr. Und wir machen... Also Mia sitzt auch im Bett. Und sie schläft, oder? Mm-mm. Nee, noch nicht, aber gleich. Gleich. Und ich auch gleich. Aber ich würde sagen, wir grüßen jetzt erstmal jemanden. Und zwar gehen die heutigen Grüße raus an Jaylan Ogman. Ganz liebe Grüße von uns an dich. Wenn du auch gegrüßt werden möchtest, ganz einfach und mega wichtig, Kanal abonnieren und unten kommentieren mit Hashtag Team Harrison. So schaut's ja aus. Das war heute ein chaotisches Video. Ich hoffe trotzdem, dass es euch gefallen hat, dieser Einblick mal so ein bisschen bei meinen Eltern zu Hause wieder. Und dann hoffen wir, dass euch dieses Video gefallen hat. Lasst auf jeden Fall ein Like da, ein Kommentar und ein Abonnement. Und dann sehen wir uns die Tage wieder. Peace. Tschüss.